Champions! The Champions! The Champions! This game was made for Champions! Servus, liebe Eishockey-Fans, und willkommen zur vierten Ausgabe von Rotjacken TV, das Magazin. Und ich begrüße wie jedes Mal unseren Experten Marc Baumann. Servus, Joshi. Schönen guten Tag zu Hause. Bevor wir heute mit der Sendung beginnen wollen, gibt es ein kurzes Update über die Sendung. Wir haben ja angekündigt, dass ab Oktober Rotjacken TV das Magazin in diesen Pay-Per-View-Bereich wechseln wird. Und Marc, da gibt es aber eigentlich Good News, muss man sagen. Ja, sehr Good News, sozusagen. In den letzten Wochen haben sich viele Partner und Sponsoren gemeldet, die dieses Format unterstützen wollen. Und somit die frohe Kunde, Rotjacken TV, das Magazin, bleibt die nächsten Wochen und auch Monaten kostenfrei, das heißt free to air auf tv.kc.at. An dieser Stelle natürlich ein großes Danke an diese Sponsoren, an die Unterstützer und natürlich auch an euch, liebe KAC-Fans, denn eure große Nachfrage hat das nämlich genau möglich gemacht, dass wir vorerst in den nächsten Wochen und Monaten kostenlos verfügbar sein werden. Und wir waren natürlich auch nicht untätig und haben natürlich auch an unserem Sendungskonzept dann ordentlich gefeilt und uns natürlich auch viele Sachen überlegt. Und zwei wesentliche Änderungen wird es geben. Marc, jeden Montag gibt es die Wochenanalyse über alle Spiele vom KAC. Diesen Termin kann man sich wirklich schon eintragen. Montag, also jeden 18 Uhr. Montag, nicht 14-tägig. Und einmal in diesem Rhythmus, also in diesen 14 Tagen, gibt es auch ich sage mal, ein lustiges Konzept, und zwar im Team heißt das Ganze, da gibt es ein paar Insights. Wie? Im Team. Ah, im Team. Jetzt Nein, nicht im Team. Ich falsch verstanden. Im Team. Und wie das Ganze ausschauen könnte, vielleicht genau so. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr euch damit ausgedacht habt. Es wird sicher wieder eine lustige Geschichte. Vor welchem Tier hat der Hundi Angst? Anna Kurz. Wahrscheinlich vor einem Hund. Ja, weil vor einem großen Tier kann ich auch keine Angst haben, so ein Ostwehr ist. Ja, Tiere sind nicht so, meine Freunde. Ich habe vor sehr viel Tiere Angst, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Das war zu seinem Geburtstag, zum 30er, hat er als Geschenk gekriegt, dass er ins Pinguingehege darf in Schönbrunn. Und das hat er sehr genossen. Ja. Aber es ist halt ein bisschen ungut, wenn man jedes Mal einen allergischen Anfall kriegt, wenn man einen Hund schreit oder okay. So. Okay, Marc, so könnte das ausschauen. Also ihr seht schon, da geht es natürlich sehr viel um die Mannschaft, um viel Informationen rund um eure Rotjacken. Und wir haben ja versprochen, lieber Joshi, wir wollen ja mit diesem Format auch möglichst nahe an eurer Mannschaft dabei sein. Und ich glaube, mit diesem Format schaffen wir es wirklich sehr, sehr gut. Definitiv. Und jetzt dann, weil sie Analyse heißt, jeden Montag, Marc, die Woche des KAC, nicht einmal gespielt, nicht zweimal gespielt, sondern dreimal gespielt. Viel Arbeit für uns jetzt. Und ein Riesenerfolg, und der KAC hat Champions Hockey League Geschichte geschrieben. Ich glaube, diese Überschrift kann man so lassen. Wohl, die können wir so lassen, die müssen wir so lassen, wollen wir so lassen. 4-3 Auswärtssieg, KAC gleich einmal 3-0 in Führung gewesen. Dann hat man es ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Es ist noch ein bisschen knapp geworden gegen so eine talentierte Mannschaft wie Donetsk. Es ist das gefährlich, aber Ende gut, alles gut. Und Joshi, schauen wir uns die Tore nochmal an, weil es so schön ist. Genau. Schöner Start hier, Klagenfurt im Überzahlspiel. Sehen wir gerade beim Komplettwerden Donetsk, aber Thomas 100 Pfund macht alles richtig, bringt den Puck zum Tor, und ganz, ganz wichtig, Manuel Geier vor dem Tor her, der einen perfekten Job macht und die Sicht des Torhüters nimmt. Wir spielen weiter. Auch dieses Solo können wir uns, glaube ich, nicht oft genug ansehen. Thomas 100 Pfund zum zweiten. Viel Raum, ja, den Raum darf man ihm nicht geben. Heißt viel Zeit, heißt, er kann seine Klasse ausspielen. 2-0 für den KAC. Und dann macht Samuel Witting auch hier alles richtig, was wir schon unseren kleinen Kindern lernen. Puck zum Tor, gute Dinge werden passieren. Puck to the net, good things will happen. Das passiert auch hier. Ich meine, etwas abgefälscht aus dieser Position. Vielleicht etwas schwierig für den Torhüter. 3-0. Und dann aber 3-3 plötzlich, ja, so schnell geht es im Eishockey. Aber wir haben ja noch den Johannes Bischofberger, der hier kurz vor Spielende den Puck noch über die Linie bringt. Und auch wiederum Manuel Geier mit einem perfekten Vorcheck hier, der die Scheibe erobert.
und somit überhaupt die Möglichkeit für Johannes Bischofberger vorbereitet. Ende gut, alles gut. Den Manuel Geier möchte ich trotzdem noch einmal hervorheben, weil er wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit hier geleistet hat. Er war zwei Assist an diesem Spiel abgegeben und auch mit 15 Minuten 38 der Stürmer mit der zweitmeisten Time on Ice. Also das habe nicht nur ich so gesehen, sondern auch der Coach und hat ihm eben mit Eiszeit beschenkt. Wirklich sehr aktiver Posten Manuel Geier an diesem Champions Hockey League Spiel. Und weil die Mannschaft so erfolgreich war, macht der Blick, Marc, auf die Tabelle am meisten Spaß. Und das machen wir jetzt aber gemeinsam einmal. Ja, da brauchen wir wieder keine großen Mathematik-Genies sein. 13 Punkte, der zweite hat 7, auch wenn wir verlieren sollten und die anderen gewinnen, geht es sich trotzdem nicht aus. Marc, ich glaube, ich bin mich verliebt in die Tabelle. Die ist so schön. Ich muss die da anschauen. Aber du, was bedeutet das jetzt für einen KC eigentlich dann? Erstens bin ich einmal eifersüchtig, weil ich gedacht habe, du bist in mich verliebt, aber ich werde das gerne beantworten, lieber Joschi. Das bedeutet natürlich einmal 30.000 Euro Aufstiegsprämie für den KC. Schönes Geld. Das bedeutet für die Auslosung, dass der Gruppenerste immer einen Gruppenzweiten zugelost bekommt für diese K.O.-Phase jetzt. Einzige Regel dabei ist, dass es keine Wiederholung einer Begegnung aus der Gruppenphase geben darf. Also wenn einer von der Gruppe jetzt dazugelost wird, der wird einfach ein Spiel nach hinten versetzt. KC spielt nicht mehr gegen jemanden von der Gruppe. Ja, dann bedeutet das für den KC, dass das erste Spiel am 16. oder am 17. November auswärts stattfindet und das zweite etwaig entscheidende Spiel dann zu Hause am 23. oder 24. November. Der Modus ist so, dass die Ergebnisse zusammengezogen werden und sollte es unentschieden sein, geben nach dem zweiten Spiel, dann gibt es eben in Klagenfurt die Overtime 3 gegen 3 oder ein etwaiges Penaltyschießen, aber vor heimischem Publikum. Das Schönste ist, der KC ist auf jeden Fall einmal Gruppenerster, da kann man sich schon mal freuen. Die Auslosung für die Champions Hockey League, die gibt es am Freitag auf championshockeyleague.com für euch im Internet und live anzuschauen. Aus Klagenfurt ist Thomas Koch zugeschaltet. Und das letzte Gruppenspiel nicht vergessen, am Mittwoch 20.20 Uhr hier bei uns in der Stadthalle in Klagenfurt. Da gibt es noch Tickets logischerweise für euch. Sitz am 20 Euro und Steher um 10 Euro. Und Marc, da wird eine coole Mannschaft, glaube ich, auflaufen. Ja, ganz, ganz. Das ist eine wichtige Information. Bitte kommt in die Halle, weil die Mannschaft wird mit einem Schnitt, sollte so bleiben, am Mittwoch. Altersschnitt mit 22,7 Jahren oder unter 23 Jahren auflaufen. Also wirklich die Young Guns, aus meiner Sicht glaube ich, die jüngste KAC-Mannschaft in einem Bewerbsspiel seit wahrscheinlich Jahrzehnten. Und das darf man sich nicht entgehen lassen. Ich glaube, die Jungs werden richtig Gas geben. Also wir freuen uns, euch dann in der Halle begrüßen zu dürfen. Und damit, Marc, machen wir mal einen Hackel. Champions Hockey League erledigt. Tabellenplatz 1. Schauen wir uns. Gehen wir zur Liga. Wir kommen zur Eis und da hat es zwei Spiele gegeben. Am Freitag, Marc, das Spiel gegen Linz. Da ist die Mannschaft nach 12 Stunden Rückreise von Donetsk zurückgekommen. War natürlich auch ein bisschen gezeichnet durch diese lange Reise, muss man sagen. Man darf ja nicht vergessen, es ist ja nicht nur die Rückreise. 12 Stunden hatte die Hinreise auch gedauert am Dienstag. Sehr intensives Programm. Ja, und dann gerade Linz und die Statistik kennt man natürlich gegen Linz. Ein bisschen Angstgegner auch vom KAC. Trotzdem hat das Spiel eigentlich perfekt begonnen. Nach 14 Sekunden der Kapitän hat es gerichtet, 1:0. Dann gleich einmal der Ausgleichstreffer und dann ein Mann, der aktuell in einer sehr, sehr guten Form spielt. Der hat dann auch für den Führungstreffer für den KAC gesorgt und das war natürlich Dago Koch. What else oder where else oder wie auch immer. Ja. Vielleicht schauen wir mal da hinein. Überzahlspiel für den KAC und ja, den Thomas Koch läuft es derzeit richtig gut. 6 Tore, 5 Assist in 7 Spielen und da ist das Visier perfekt eingestellt. Du hast es angesprochen, Joschi, vielleicht zu Linz. Ja, das ist ein bisschen Angstgegner mittlerweile. In den letzten 7 Heimspielen hat der KAC nur einmal gewinnen können und das
spricht natürlich dafür, dass der KAC sich nicht immer leicht tut gegen Linz und damit diese Reise strapazen. Aber zu dem Zeitpunkt 2:1 Führung für den KAC durch Thomas Koch, da war die Welt in Ordnung. Der hat richtig viel Selbstvertrauen, Marc. Und du hast natürlich auch unser Analyse-Tool wieder mal rausgezogen und hast dir auch wieder eine Szene rausgeholt. Ich glaube, da ist auch der Tommy Koch mit dabei. Ja, wir haben in der letzten Episode 3 das Powerplay analysiert vom KAC. Wir haben erklärt, wie sie spielen, meistens ein 1-3-1-System und wie es die Positionen sind. Und da schauen wir jetzt an, weil es hat sich ein bisschen was verändert. Also, die Aufstellung, die Position kennen wir. 1, dann 3 in der Mitte in einer Linie. 1, also das 1-3-1, fast typisch für den KAC. Aber jetzt gibt es zur letzten Analyse 2 Änderungen. Joshi, jetzt schauen wir mal, ob du aufgepasst hast. Was fällt da denn auf? Also hinten unser Quarterback, das war doch immer Pugisa davor. Das ist dann Postma jetzt, oder? Völlig richtig. Postma hier auf der blauen Linie als Quarterback. Was noch? Also wenn ich vorne mal schaue, ein bisschen eine Rochade bei den Positionen wäre es mal. Ah, okay, danke schön. Richtig, aber ich glaube, du hast schon aufs Richtige geschaut. Thomas Koch jetzt nicht mit der letzten Analyse links, sondern auf der rechten Position. Die variieren die Jungs und das macht das Powerplay so schwierig. Wir haben letztes Mal die Abstände gemessen, machen wir wieder. 7 Meter, 6 Meter, auch in der Fläche jetzt gleich dargestellt. Große Abstände und das bedeutet große Fläche. Bedeutet viel Zeit und viel Zeit bedeutet für einen Spitzenspieler wie Thomas Koch es ist, nämlich ich kann in Ruhe die Scheibe herrichten, ich kann einen Pass machen oder einen Schuss perfekt ansetzen. Hier der Pass, den kann auch Pedersen perfekt spielen, den sieht er auch, den spielt er auch und da kommt ein harter Pass rüber zu Thomas Koch und der legt sich den Puck 1-2 Mal richtig her und hämmert ihn dann. Zack, und jetzt, bumm, mit voller Präzision ins kurze Kreuzeck. Und Thomas Koch haben wir genau dazu befragt, zu dieser Rochade vorne, weil er einmal links auftaucht, einmal rechts auftaucht, ob es dann wirklich fixe Zuordnung gibt im Powerplay. Bei uns fünf ist das eigentlich wurscht, wer wo spielt, weil wir lesen einfach voneinander und wer die Position als erster besetzt, der ist dort. Eigentlich hat jeder überall seinen Platz und wir schauen einfach, was uns der Gegner gibt und probieren das auszunutzen. Ja, Marc, und das Ausnutzen funktioniert aktuell im Powerplay von Tommy Koch und seinen Kollegen sehr, sehr gut, muss man sagen. Ja, KHC ja mittlerweile auf Position 1 der gesamten Liga mit 30% Effektivität im Powerplay. Und ja, wir haben es jetzt zweimal mittlerweile analysiert, warum das so ist, weil da hat man 5 hochtalentierte Spieler, die dann in verschiedenen Positionen auch noch spielen, ausgenommen natürlich Postma als Quarterback auf der blauen Linie. Aber das ist so schwer für den Gegner auszurechnen und jeder einzelne Spieler inklusive Postma von der blauen Linie ist jederzeit für ein Tor gut. Jetzt haben wir im Spiel 3-mal in Führung und dann innerhalb von kürzester Zeit bekommt man 2 Treffer. Man ist 5-3 zurück. Vermeintlich ist das Spiel verloren, aber nur vermeintlich, Marc. Ja, unterschätze nie den KAC. Zum Schluss mit dieser Moral. Und da schauen wir natürlich noch einmal sehr gerne auf diese 2 Tore. Ich glaube, Joshi, innerhalb von 12 Sekunden sind die dann gefallen. Hier, Teacher, da sieht man diesen Willen auch vor dem Tor aufgeben. Ja, maximaler Brief wird aufgeben, nicht da in Klagenfurt beim KAC. Und noch einmal, wir haben es vorher schon angesprochen, 2x12 Stunden Reisestrapazen an das Spiel am Mittwoch in der Ukraine. Und dann kommt man hier noch einmal zurück. Das heißt, der Wille ist da, die Moral in der Mannschaft ist da. Das Publikum ist wieder da. Jawohl, genau. Und auch die Kraft war da noch da. Kurzes Aufbäumen noch einmal im Kopf. Ja, und er war auch wieder da. Wer sonst? Thomas Koch von der Seite. Und das ist schön, wenn man sich auch die Torschützen aufteilen kann. Champions Hockey League ja alle 4 Tore die 3. Linie erzielt. Jetzt wieder andere Torschützen. Zeigt natürlich von einer großen Breite im KAC-Kader. Am Ende ist das Spiel dann verloren gegangen in Overtime 6-5. Aus deiner Sicht, kann man mit diesem Punkt leben? Tut es ein bisschen weh oder ist man froh drüber?
Naja, man will immer 3 Punkte haben, aber wenn man das gesamte Bild betrachtet, dann noch zum Schluss zurückkommt, glaube ich, dass man mit diesem einen Punkt trotzdem sehr gut leben kann. Du wärst ja nicht, Marc, unser Experte, wenn du nicht trotzdem bei jeder Geschichte noch einmal eine Geschichte dazu finden würdest. Du hast das ausgegraben, gell? Ja, eine lustige Geschichte haben wir noch. Und da schauen wir zuerst vielleicht hinein auf dieses Tor von Ramon Schnetzer, der von der blauen Linie hier, wie man es hier sieht, schön trifft. Das Tor an sich ist jetzt nicht spektakulär, ist natürlich ein sehr schönes, das wollen wir ihm nicht absprechen, aber die interessante Geschichte steckt dahinter, nämlich das Spielgerät, dieser Schläger, mit dem er hier trifft, das ist der Schläger von Matt Fraser. Den Ramon Schnetzer ist nämlich ein Missgeschick passiert, der hat seinen Schläger in Linz vergessen, hat anscheinend bei seiner Mannschaft keinen passenden Schläger gefunden und mit KAC-Vergangenheit ist er dann zum Tommy Veratschnik gegangen und hat gesagt, Tommy, bitte hilf mir. Ja, der hat ihm dann ein, zwei Schläger von Matt Fraser gegeben. Anscheinend wird er die nie mehr zurückgeben. Ich habe nachgefragt, er hat sie natürlich brav zurückgegeben. Aber wer den Tommy auch kennt, der weiß, er hilft gerne auch dem Gegner, dass sich der Ramon Schnetzer auf diese Art und Weise bedankt. Naja, über das müssen wir noch einmal ein bisschen reden. Und dass der Schläger von Matt Fraser funktioniert, das weiß man nicht erst seit gestern, sondern auch ja, seit dem Spiel gegen Pustertal, denn da hat er eigentlich das Ganze eröffnet. Und damit kommen wir schon zum Spiel Nummer 3 in dieser Woche. Das war eben das Auswärtsspiel gegen die neue Mannschaft in der Eis, gegen Pustertal in der neuen Arena. Und da waren eigentlich alle angetan von dieser wunderschönen Arena, wo man erstmalig gespielt hat. Ja, alle gespannt, alle begeistert. Pustertal war ja, oder ist ja bekannt, sehr stark auch zu spielen, haben ja schon schön gepunktet. Deswegen war es wieder ein sehr schwerer Gang in dieser Woche ab nach Bonnek. Also schauen wir uns das mal an, die Highlights aus diesem Spiel. Das 1:0 im Powerplay gefallen. Ja, auch dieser Kreis schließt sich. Schauen wir hinein. Ja, das gefährliche Überzahlspiel vom KAC haben wir angesprochen. Ja, jetzt haben wir den Rock Teacher wieder auf der rechten Seite. Ja, und Matt Fraser in seinem Wohnzimmer, hätte ich fast gesagt. Schaut hier sehr leicht aus von dieser Perspektive, aber man muss den Mut haben, immer wieder dort zu stehen. Man steht meistens nicht ganz so alleine dort. Und ja, wenn Fraser da so alleine steht, dann wird er auch über Koch dann via Rock Teacher gefunden. Dann hat es zwischenzeitlich diesen Ausgleich gegeben und wir kommen aber schon zum nächsten Treffer, der Rotjacken. Ja, es hat im zweiten Drittel ein bisschen eine Schwächephase gegeben vom KAC, aber es gab ja Johannes Bischofberger, der hier perfekt abschließt. Und auch hier müssen wir die Vorarbeit absolut betonen, nämlich durch Samuel Witting, der durch einen guten Vorcheck überhaupt diese Chance ermöglicht. Ja, eiskalt auch abgeschlossen. Hier nochmal der Vorcheck von Samuel Witting. Und man geht mit einer 2-1-Führung eigentlich ein bisschen entgegen des Spielverlaufes in Drittel 2. In die Pause. Und wunderschöner Backhander von Johannes Bischofberger. Sie können es gerne zu Hause mal probieren. Ist relativ schwierig. Und damit zum nächsten Tor der Rotjacken. Ja, wieder über Bischofberger, der da jetzt schon im Augenwinkel sieht, seinen genialen Co-Partner Thomas 100 Pfund. Der bewegt sich zum Tor hin. Perfekter Backhand-Pass von Johannes Bischofberger mit dem 2. Punkt an diesem Abend. Auch dieser Haken schaut sehr leicht aus, lockerlässig. Der ist aber alles andere als leicht, Joschi. Thomas 100 Pfund, nicht vergessen, Mittwoch im Team mit Thomas 100 Pfund. Und dass diese Linie an diesem Tag richtig hot war, beweist auch der abschließende Treffer. Ja, Unterzahlspiel und da sind sie wieder. Und die Rakete, Johannes Bischofberger. Und den haut er da eiskalt rein. Also großer Tag auch von Johannes Bischofberger mit 2 Punkten und einem Assist. Also ein 3-Punkte-Spiel. Wunderschöner Abschluss, aber passiert ist es im eigenen Drittel, wo man gut gearbeitet hat und dann den Turbo gezündet hat. Also 4:1 tut der Mannschaft gut, oder?
Ja, absolut. Tut auch der Tabelle gut. Darf man nicht vergessen. Drei Spiele, hast du gesagt, in der Woche. Maximal 9 Punkte wären möglich gewesen. 7 davon hat der KAC eingefahren. Also ich glaube, da kann man schon sehr zufrieden sein. Schauen wir mal gerne hin auf die Tabelle. Oben überraschend Laibach, Marc. Ja, ich glaube, das wird kein nachhaltiges Bild sein mit Olympia Laibach, aber trotzdem schön für den Liga-Neuling, dass man hier bestehen kann in der Liga. Viel wichtiger ist für uns natürlich die Position 5 einmal mit dem EC-KAC. Nur ja, 4 Punkte vom zweiten Platz weg, da ist kein Beinbruch. 8 Spiele, 14 Punkte. Wenn man das mit der vorigen Meistersaison vergleicht, dann hat der KAC in dieser Saison bereits einen Treffer, einen Punkt mehr in der Tabelle. Also so schlecht ist das Ganze nicht. Also wir sind auf Kurs. Und Marc, damit einmal Dankeschön für diese super knackige Analyse. Bitte vergessen es nicht, am Mittwoch zu uns in die Halle zu kommen. Spielbeginn 20.20 Uhr. Tickets gibt es natürlich unter alle Informationen auf KAC.at und auch am Mittwoch gibt es eben unser neues Format mit Thomas 100 Pfund im Team. Marc, wir sehen uns am Mittwoch in der Halle. Ja, unbedingt, bitte. Ich hoffe euch auch, die jüngste Mannschaft seit vielen, vielen Jahrzehnten. The Champions!